Willkommen zurück zu Final Fantasy 3 in Eureka. Wir sind hier zuletzt durch dieses Portal gekommen und laufen jetzt mal weiter und schauen, was da hinten ist. Muss ich vor den beiden Angst haben? Tun die mir was? Ich weiß es gerade nicht. Nehmen wir mal erstmal die Küsten. Elixier. Shuriken. Hallo? Ach, bei denen kann man was kaufen. Okay. Zum Beispiel können wir hier auch nochmal unsere Dinger hier kaufen, aber irgendwie haben wir die ja schon alle. Flair haben wir noch nicht. Das ist aber alles was für ein Schwarzmagier. Das sind voll die geilen Sachen hier. Flair und Meteorit und so. Oh, und jetzt haben wir keinen coolen Schwarzmagier. Das ist ja doof. Aber wir haben auch Erzengel. Kriegen wir hin. Sanctus, Heiligschaden, Tornado. Dann haben wir eben diese Sachen als Angriff nochmal. Für Windschaden, Heiligschaden und hier haben wir eine Wiederbelebung mit allen LP. Das wird uns bestimmt noch helfen, wenn wir gleich im Endkampf sind. Wenn wir denn gleich im Endkampf sind. Und wenn wir im Endkampf sind, dann können wir die Sachen hier auch kaufen. Okay, danke schön. Schönen Tag noch. Die Truhe enthielt Elixier. Und noch ein Shuriken. Zu den Waffen! Habe ich jetzt alle Waffen bekommen oder... Habe ich jetzt alle Truhen geöffnet oder... Ich weiß es nicht. Anscheinend habe ich ganz viel jetzt bekommen. Ja. Können wir denn diese Shuriken hier noch kaufen? Habe ich das jetzt übersehen? Können wir hier noch mehr Shuriken uns holen? Nö. Wir können uns keine Shuriken mehr holen. Schade. Ja. Nett. Dann gehen wir mal wieder. Ich überlege gerade, von wo ich komme und wo ich hin will. Ich glaube, ich muss hier rüber. Was war da rechts? Ich glaube, da war auch... Ja, da waren die anderen Waffen, ne? Ja. Ja. Okay. Wer ist er denn? Den kennen wir auch noch gar nicht. Den kriegen wir auch noch hin. Prima, prima. Meine Krieger sind so gut. Meine Krieger sind so gut. Die kriegen fast alles hin. Ich hoffe auch den Endkampf. So, wir gehen wieder zurück. Die Frage ist halt wo und wie und Ich glaube, ich muss mal links entlang, weil von rechts kamen wir das letzte Mal. Hier geht's wieder zurück. Für das ist richtig, was ich hier mache. Toll. Yeah. So, und wenn ich jetzt sowieso nur noch zurücklaufe, dann würde ich sagen, kann man das ja eigentlich rausschneiden, sodass, wenn ich wieder am Anfang des Kristallturms bin, wo dann ja die Tür nach links geht, dann, wir brauchen ja hier eigentlich gar nicht mehr in Eureka sein. Und falls ich auf dem Weg noch eine Kiste finde, die ich nicht geöffnet habe, dann erzähle ich es euch einfach danach. Aber dann müssen wir uns nicht den ganzen Weg hier zurück nochmal zusammen anschauen. Also, bis gleich. Kleine wichtige Sachen schneide ich natürlich nicht raus, wie zum Beispiel diese Kiste, die ich jetzt hier doch noch auf dem Rückweg gerade entdeckt habe. Da ist eine Schleife drin, aber leider ist sie eine Falle. Mit einem Ninja-Kämpfer. Yeah, okay, dann wollen wir ihn mal angreifen. Und da wir jetzt hier unsere neuen... Sachen drin haben, möchte ich die doch gerne mal ausprobieren. Zum Beispiel mit einem Heiligschaden. Probieren wir das doch gleich einmal aus. Aua, der kann ganz schön einem wehtun.
Wir aber auch. Ich glaube, wir tun dem auch ganz schön weh. Und im Gegensatz zu uns heilen sich die Gegner meistens nicht. Ich hoffe, das bleibt auch bis zum Ende so. Vielleicht klappt es ja diesmal mit Odin. Ah, jetzt ist er aber weg. Okay, es war aber auch ein normaler Gegner. Jawohl, Berufsstufe von Luneth ist gestiegen. Mit Bravour gemeistert, eine Errungenschaft bekommen. Luneth hat es geschafft. Der dürfte jetzt mit der Errungenschaft sogar auf Level 99 sein. Jawohl, 99. Höher geht's nicht. Der Dunkelritter hat es geschafft. Spaßig halber könnte man natürlich jetzt nochmal ableveln, aber besser geht's halt eigentlich gar nicht. Seine normale Stufe kann natürlich weiter wachsen, das ist vielleicht auch nicht schlecht. Ja, so schnell kann's gehen. Was heißt schnell? Ich habe ja auch lange dafür gekämpft. Laufen wir mal hier zurück. Ich war hier in diesen kleinen Gängen auch schon drinne. Wir sehen uns gleich wieder. Ich erzähle dann weiter. Bis dann. Warum aber eigentlich einen Cut machen, wenn wir doch die Zeit so schön jetzt nutzen können, uns auch nochmal die anderen Berufe anzuschauen, habe ich mir gerade überlegt. Sonst wäre das doch sicherlich ein Anliegen von euch am Ende des Spiels. Hey, die anderen Berufe hätte ich auch nochmal gerne gesehen. Das können wir jetzt machen mit Luneth. Der Luneth ist jetzt gerade mal ein Karateka geworden. Ich habe ihn natürlich auch ausgerüstet schon. Der hat jetzt hier auch super die Höllenkrallen und Dunkelkrallen. Also das wäre auch noch eine Option gewesen. Schauen wir uns doch mal an, wie der so kämpft. In Action. Oh, wir warten eigentlich nur noch auf den Kampf. So wie jetzt zum Beispiel. Ah, das ist gut. Dann kommt auch direkt nur so ein kleiner Dämon. Oh, der kann jetzt hier so einen Boost machen. Das schauen wir uns direkt mal an. Ich hoffe, dass Refia ihn nicht gleich tötet. Wir wollen das doch wissen. Ach Mensch. Refia, halt dich mal ein bisschen zurück hier. Wir wollen das doch mal sehen. Ja, laufen wir mal nach rechts. Ich glaube, ich bin immer von links gekommen. Vielleicht gibt es ja hier auch noch Kisten. Na, hier anscheinend aber nicht. Hier sind wir auch schon wieder zurückgekommen. Vielleicht ja hier irgendwo. Hier ist der nächste Angriff. Super. Ein Pferd darfst du töten. So, Boost. Jetzt aber. Na, wie sieht das so aus? Natürlich ist er jetzt nicht sehr stark, aber was heißt es jetzt? Jetzt hat er irgendwas mit sich selber gemacht. Jetzt hat er sich geboostet. Dann greif mal normal an. Ich schätze mal, benutzt einfach nur die Krallen. Hm. Boah, der hat 9.999 Schaden gemacht und das, obwohl wir hier eine Berufsstufe 1 haben. Das ist ja der Hammer. Warum ist der denn so gut? Und was hat er denn jetzt? Wahrscheinlich, weil er vorher diesen Boost gemacht hat. Tja, der Karateka ist anscheinend auch ziemlich stark. Wenn wir den jetzt mal in einen Wikinger ummodeln, das hatten wir auch noch nicht. Wie sieht er denn dann aus? Na, wie ein Wikinger halt. Okay, rüsten wir den mal aus mit... Achso, der benutzt hier die ganzen Hammer. Die habe ich natürlich immer nie gekauft, wenn es die gab. Dann kriegst du den und dann kriegst du den und dann hämmerst du mal einfach auf die Leute ein. Genau. Kriegst auch die Wikinger-Rüstung, oder? Ne, 36, 55, 40, 38. Nehmen wir den Kristallpanzer. Und die Kristallhandschuhe. Lieber Wikinger, zeig uns doch mal, was du drauf hast. Ich will ja nicht zurück. Obwohl, wir können auch zurück. Denn im Kristallturm kann man ja auch noch kämpfen. Und dann können wir die reizen. Dann reizen wir die doch mal. Ist doch bestimmt lustig. Die ein bisschen nochmal am Ende unseres Kampfes hier zu reizen. Was, gehen die dann immer nur auf ihn los? Oder wie? Na, da bin ich ja mal gespannt.
Mhm. Ja, dann klopp mal drauf ein. Die anderen sind mal bitte still. Okay. Natürlich, wie gesagt, ist der jetzt nicht sehr stark. Reizen wir den nochmal. Und du tötest den jetzt. Gut. Okay. Super, Refia. Immer weiter so, ihr drei. Wir gehen wieder zurück. Das war's mit Eureka, aber das war's noch nicht mit uns. Auch Luneth könnte auch ein Bade werden, den hatten wir auch noch nicht. Ein Bade sieht auch schön aus. So, was kann der denn? Ach, wir haben ja natürlich auch diese ganzen Hafen nie gekauft. Dementsprechend wird der jetzt nicht gerade sehr stark sein. Schleife, Magierobe, aber darauf kommst du jetzt auch eh gerade eigentlich gar nicht an. Ich weiß nicht, was der kann. Schauen wir es uns mal an. Wie gesagt, ich habe die Hafen ja nie gekauft. Weil ich ja nie einen Baden hatte, aber er sieht echt süß aus. Irgendwie bereue ich es gerade, dass ich keinen Baden gehabt habe. Der ist doch schnuckelig, oder? Ich finde, der sieht total süß aus. So, hier waren wir noch nicht. Wir sind in einem neuen Gebiet. Warte mal, ich gehe mal und hol die Truhen, aber ich... Na, ich gehe gleich mal nochmal zurück. Ich will auch eh nochmal speichern. Zwei Ninjas. Dann soll der mal uns ein Liedchen singen, der Barde. Menuet. Ach, wie süß. Ach, wie toll. Was macht der denn hier mit uns? Ich glaube, der hat uns alle irgendwie in Hast oder was weiß ich was versetzt. Der hat uns irgendwie... Weiß ich auch nicht. Was hat er mit uns gemacht? Was hat er mit uns gemacht? Ja, greift er jetzt mit seiner Harfe an? Das ist ja auch toll. Ach, und dann greift er mit einer Harfe an. Das ist ja auch süß. Brrr. Das finde ich schön. So, im Nachhinein würde ich es jetzt anders machen. Im Nachhinein würde ich Refia jetzt als Bardin machen. Oder so. Oder Arg. Oder ich weiß auch nicht. Finde ich irgendwie gut. Ich singe nochmal ein Lied. Finde ich schön. Wie geil. Wie cool. Ja, dann greif ihn nochmal an mit deiner Harfe und ich glaube, das war's dann auch mit unserem Ninja-Kämpfer. Aber ich weiß nicht, was der Bade jetzt mit uns gemacht hat, der Luneth. Der hat hier irgendwas... Der hat uns irgendwie verzaubert, aber ich weiß nicht, ich kenne das eigentlich nur so von Hast, aber das ist mir zu... Die sind mir alle zu orangig irgendwie. Na gut. Das war der Bade. Ach, schade. Schade fast so im Nachhinein. Den Geomanten hatten wir den eigentlich schon. Ich habe keine Ahnung. Ja, den hatten wir schon mal. Wen hatten wir denn noch nicht? Natürlich hatten wir noch nicht den Hexer und den Weisen... Der Weise kann natürlich auch alles. Machen wir ihn mal zum Weisen. Huch. Wie sieht der denn aus? Oh, herrlich. Schön. Das legst du mal alles schön ab. Das brauchen wir nicht mehr. Der Weise, der kann ja alles. Hier, der kann Weiß- und Schwarzmagie. Aber, wie gesagt, hatte ich nicht genommen, weil er nicht so stark sein soll. Aber den geben wir jetzt mal so die starken Zauber am Ende. Wenn er die denn überhaupt kann. Kann er die? Obwohl wir mit dem nicht so eine starke Stufe haben? Ich weiß es nicht. Ich mache mir hier gerade einen Spaß. Ne? Das ist ein Spaßpart. Ich hoffe, ihr findet das gut.
Weil ist ja klar, dass die nächsten Parts jetzt hier Endkampf und so werden. Noch irgendwas Cooles? Saugen ist klar, das haben die anderen immer gemacht. Erdschaden. Dimensionsriss. Anti-Z. Lähmung. So. Aber ich hatte doch gerade eben noch voll die coolen Zauber gekauft. Sind die jetzt automatisch schon drin? Ich glaube schon. So, gut. Elixier. Was kommt jetzt auf uns zu? Ah, ich bin voll der starke Gegner. So, Magie. Dann wollen wir den mal beamen. Ach, schade, es geht nicht, weil wir nicht genug Stufe haben. Habe ich mir fast gedacht. Und der ist auch nicht ausgerüstet, dann ist das wohl Pech. Dann muss das Refia hinkriegen. Den sehen wir wohl nicht in Aktion. So, dann mach den Typen mal platt, Refi. Damit wir nochmal hier... Och, komm. Lass gut sein. Damit wir nochmal die anderen sehen können. Ich glaube, wir haben jetzt aber gleich alle Berufe fast durch. Aber er sieht auch interessant aus, so der Weise. Mit seinem tollen Hut. Mhm. Alles klar. Was hätte der denn an Rüstung bekommen? Ach so, einfach nur diese Stäbe wieder. Alles klar. Was kann er denn noch werden? Mönch oder der Gumbade, Evokateur, Hexer, Schamane. Wie sieht denn der Hexer aus? Na, der hat auch was. Schamane sind wir ja schon, kennen wir ja schon, den Weisen und den anderen hatten wir noch nicht. Habe ich jetzt alle gehabt? Weiß ich nicht. Der Geomant war das mit den Glocken. Aber ich habe das immer nie so richtig verstanden mit diesem Elementarschaden. Wahrscheinlich einfach, weil ich das immer nie benutzt habe. Hätte ich damit, also hätte ich einen darauf ausgerüstet, dann wäre das wahrscheinlich auch was geworden. So, wir laufen mal erstmal wieder zurück, damit ich nochmal einmal zwischenspeichern kann, bevor es in den Endkampf geht. Dödödödö. Auf dem Weg kommt bestimmt sowieso noch ein Kampf, so wie jetzt zum Beispiel. Können wir den Geomanten auch nochmal ausprobieren. Terrain. Dann soll der doch mal sein Terrain machen. Windklinge. Ach so, und der benutzt dann einfach immer verschiedene Schadensarten, die er gerade lustig findet. Ich finde, der hat auch irgendwie so eine süße Blume in der Hand. Finde ich auch gut. Machst du das nochmal? Will ich mal wissen, ob er... Wir wissen, ob er nochmal dann dieses Windschadending macht. Ob er immer automatisch das nimmt, was am stärksten ist oder was die am wenigsten abkönnen oder... Weiß ich nicht. Schneesturm. Nee, er macht jetzt was anderes. Immer mal so irgendwas. Hat auch was. Ist auch cool. Aber ist auch ein bisschen blöd, nicht die Kontrolle darüber zu haben, was er denn als nächstes macht. Aber ich kann mir vorstellen, auf hoher Stufe, dass der auch ordentlich Schaden machen kann. So wie alle eigentlich. Hm. Geht, klar. Gut, ich glaube, mit Lunis habe ich jetzt nochmal alle gezeigt, die ich vorher nicht gezeigt habe. Wie gesagt, den Baden finde ich so im Nachhinein fast noch zu schade, ihn nicht gehabt zu haben. Aber dafür hatten wir als Alternative auch einen Waldläufer und ich weiß, dass Waldläufer auch nicht so oft genommen wird. Und Refia hatte, wie gesagt, auch eine echt hohe Stufe erreicht als Waldläuferin.
Wo ist sie denn? Genau, hier. Level 74 war sie, also auch nicht weit entfernt vom Stufe 99. Auch da könnte sie das noch erreichen. Wenn ich wollte, könnte ich jetzt noch weiter leveln. Das wäre gar kein Ding, aber wozu? Ich laufe jetzt nochmal zurück und speichere und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Wahrscheinlich in den letzten Minuten von Final Fantasy 3. Vielleicht werden es auch zwei Parts, je nachdem, wie lang die Endkämpfe werden. Also, bis dann!